Ich glaube, dass es wirklich sehr bedenklich ist, was abgeht, weil es gibt Parallelen zur Geschichte. Wir haben eine Sprachverrohung, wir haben eine Sprachverrohung in der Gesellschaft, die sehr bedenklich ist. Und ich hoffe, wir bremsen das alles noch einmal aus. Es gab einmal im Mittelmeerraum, das nennt sich Pax Romana, ist ein Rekord, 200 Jahre Frieden im europäischen Raum. Wir haben jetzt ungefähr 70 Jahre, wobei das zählt nicht einmal wirklich, weil es gab ja den Jugoslawienkrieg, das heißt, wir haben noch gar nicht so lange Frieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt nicht sehr positiv. Ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich glaube, ich komme vielleicht gerade noch so durch. Es braut sich da was zusammen. Und zwar nicht bei USA, Russland. Es kriselt an allen Ecken und Enden. Es kriselt an Dingen, die wir doch schon längst überwunden haben sollten. Nämlich so Wahnsinn wie Religion. Jeder predigt Frieden und den Rest sehen wir täglich in den News. Wir müssen agieren. Wer jetzt die Nerven verliert, ich habe immer das Gefühl, die Leute stehen sich gegenüber wie bei einem Western. Wenn jetzt einer die Nerven verliert und zirkt, dann fliegen die Kugeln. Hoffentlich sagt der eine zum anderen, ah, vergiss mir den Scheiß, gehen wir in den Salon und trinken wir was.